COA Overlord mit dem Rematch zwischen Big Boon und PK. Und diesmal ist mit mir am Kommentieren Captain Future, aka Zeitgeist Movement. Ja, hallo, hallo. Lange Zeit, dass ich mal wieder nicht gecastet habe. Deswegen jetzt umso mehr Freude vorhanden. Rematch, okay, erste Match. Wer hat's gewonnen? Das hat der Big Boon gewonnen. Aber okay. das Spiel, da gab es ein etwas ganz Besonderes, einen Sniper mit 25 Kills, den der PK hatte. Und der Sniper, ja, das ist wirklich gut. Ne? Wir wollen das Spiel auch nennen, Herr König glaubt an den Endsieg, weil der fast bis zum Ende stand, der Sniper. Herr König, das ist stark, das ist gut. So, ja. Sag mal was hier zur Capping und zur Build Order. Mit dem Deutschen bin ich ja immer nicht ganz so firm. Ja, also er baut jetzt die Baracke mit einem Trupp fertig, dann schätze ich mal, dass ein Volksgrenadier-Trupp kommt. Wenn beide Pios die Baracke bauen, kommt dann entweder eigentlich Klaus oder MG. Wobei ich das MG als erste Einheit nicht bevorzuge. Mhm. Und er baut, ja gut, sehen wir ja nicht, stimmt. Ja, mal gucken halt. Capping Order, ja, was gibt's viele Möglichkeiten. Sieht gut aus, was er gerade macht. Ja, also er entscheidet sich hier für zwei Seiten. Das heißt, er nimmt hier den Cut-Off und wird wahrscheinlich auch mit dem zweiten Bio erst auf den 10er Munipunkt, dann auf den Cut-Off, dann auf den Sprit gehen. Oder vielleicht mit dem Volks gleich auf den Cut-Off und gleich auf den Munipunkt mit dem Bio. Werden wir gleich sehen. Ja, ein gewisses Risiko besteht da, wenn der Deutsche sich überdehnt, dass das nicht funktioniert. Aber wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen. Im vorhergehenden Match hat der PK ganz viel damit gearbeitet. Er hat als erstes ein Bike gebracht, als zweites ein MG. Also ein bisschen andere Taktik mal. Hat viel gedrahtet, hat viel Minen gelegt. Hat ihm am Ende aber leider nichts genützt. Das MG wurde ihm gleich am Anfang geklaut. Und das ist das, was wo du sagst, so als erste Einheit ein MG bringen, hat man immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Wenn das einmal falsch steht, dann hat man ein Problem. So, jetzt drahtet er hier mit den Volks. Ja, klassisch. Sehr gut. Aber ich frage mich, wo der Amerikaner bleibt, der scheint ja wohl auch. Ja, der hat ist gleich auf die Siegmarke gegangen. Ja, okay. Sonst sehe ich, ja, der Manpower-Punkt hat er jetzt gekappt, der Amerikaner. Wo jetzt der Pio hinläuft, vom Big Boon. Ja, ah. Mal auf die Übersichtskarte. Ah, da kommt's, da sieht er den ersten Feind. Ja, also ein Pio. Ich meine, der andere Pio ist beim 10er Sprit und Captain gerade, weil der blinkt, der Sektor. Hm. Und Schützen. Ah, da in der Mitte jetzt. Ein Schützenrupp. Und da sind der sogar zweite schon zwei? Ums Haus, ja. Aber wenn er das MG da jetzt ins Haus stellt, dann ist er da relativ safe. Ja. Vor allen Dingen kann das MG extrem weit feuern, bis rauf da auf den Munipunkt. Und ich merke gerade, ich habe meinen Sound ein bisschen zu laut gestellt. Ja, kann man doch korrigieren, oder? Ja, kann ich noch korrigieren. So, jetzt hat er ihn abgeschnitten, sprich, er bekommt den 10er Fuel nicht. So, und auf der Gegenseite wird hier der 16er Muni gecaptured. Im Moment ist es nur eine Capping Rally. Und ja, hier so ein kleines Privatduell zwischen den Pionieren. Und guck mal, der englische Pionier ist ganz schön angeschlagen schon. Das gewinnt der Big Boon. Ja, er geht jetzt sogar schon zurück. So. Da kann er cappen. Ja, ist gerade ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Die Gefechte werden jetzt wahrscheinlich. Guck, was Big Boon macht. Der lässt es MG im Haus, geht mit den Volks Richtung Zentrum. Hm. Die Frage ist, wann kommt das zweite MG? Baut er was? Nee, baut noch nichts. Hat zwei Volks, ein MG auf dem Feld? Er vergisst bestimmt gerade wieder was. Ah, jetzt baut er was. Ja, manchmal. Haben wir auch im letzten Game gesehen. Oh, hier macht er einfach zu. Ja. Auch was? Ja, kann man machen, weil die eh nichts zu tun haben und er will da das Zentrum halten. Ja, ist glaube ich als Deutscher auch besser, wenn man sich ein bisschen auf den Ausgang seiner Base und eine Seite konzentriert. Und hier hat er sich jetzt halt für die rechte entschieden. Da muss er allerdings bis durch auf den Munipunkt, ne, damit er genauso viel, auf den Spritpunkt, damit er genauso viel Sprit wie der Amerikaner bekommt. Obwohl vom Sprit geht's gerade, was er bekommt. Ich nehme an, er mit T2 spielt. Jetzt kriegt er noch die Moon dazu. Jetzt kriegt er 43, wenn es richtig ist. Oder es ist mehr als ausreichend. So, da kommt das zweite MG. Das wird er jetzt gleich aufbauen. Ja, schön reingelockt, wenn es klappt. Mal gucken, aber er läuft mit den Pios vorerst und guckt.
So, dass er die Schüsse nicht. Ja, sehr, sehr clever. So, jetzt kann er die Pius sicher zurückziehen und kann die Schützen noch, ohne dass er sie zurückziehen muss, einfach bewegen. Das ist halt der Vorteil, das machen richtig gute Spieler, die scouten halt mit einer Einheit, die sie eh lieber zurückziehen wollen, wie die Pios, die dann was bauen und mit den kämpfenden Einheiten dann weiter vorne bleiben. Kommt das MG nach, das MG kommt nach. Ja, das jetzt aber, drückt er ihn vor sich her. Er hat die Bar. Bar hat er getaggt, das heißt, er geht hier hart Infanterie, er wird wahrscheinlich demnächst auch die Nades bringen. In der Mitte, der Bar-Rifle ist natürlich dem Volks mächtig überlegen. Was macht er jetzt mit dem MG? Er gruppiert das um, versucht ihn da reinzulocken, aber der Amerikaner lässt sich darauf nicht ein. Vernünftigerweise. Oh, doch, der kommt. Nee. Ah, knapp, aber gut. Passt. Ja, jetzt hat er es aber doch gesehen und zieht sich zurück. So. Ja, von der Web-Control, wie gesagt, ist es okay für den Deutschen. Allerdings müsste er ein bisschen mal Siegesmarken holen. Ja, Siegesmarken und... Jetzt, ich nehme an, mit dem Pius geht er jetzt ins Haus. Der wird doch nicht versuchen, eine Mine zu legen. Und der Pius ist ganz schön angeschlagen, ne? Ich sehe es, der Rifle auf der Straße da. Ist natürlich schlecht, gegen MG auf der Straße ist so ein Rifle ganz schnell weg. So, noch der Pio ist nur noch mit einem Mann unterwegs. Musste sich auch zurückziehen. Bin ich mal gespannt, wie er mit seinen Bars da gegen die 2 MG... Ah, da kommt noch ein Flankenangriff jetzt. Er geht jetzt ins Haus hinter einen drum. Also ich glaube, er hat jetzt noch die Nades getaggt. PK. Ja, aber es geht... das ist Pech. Das ist natürlich Pech. Dass MG dann auf dem hinteren geht, das ist Pech. Das passiert so selten, dass das MG auf das richtige Ziel schießt. Ja. Also von alleine halt. Naja. So, jetzt sitzt der Trupp erstmal da im Haus fest. Aber wir sehen es hier schon, die Bar macht hier gute Arbeit. In Stück für Stück wird das MG jetzt in die Knie gezwungen. Da kommt auch ein Pio rum, der nicht viel ausrichten können wird. The Fatherland! Jetzt ist die Date da oder nicht? Ist die Date da oder nicht? Nee, jetzt werden wir es gleich sehen. Greift einer in die Tasche? Das gibt einen Fuck. Der ist weg. Never. Da presse ich den Besen. Ah, das gibt's doch nicht. Ist nicht wahr. Weg. For the Fatherland. Wir wissen jetzt, was der Big Boon spielt. Er hat Death Dog. Ja, da ist auch schon der Bunker jetzt natürlich. Uiuiuiui. Hier gibt's eine ganz schöne Massenschlacht. Jetzt wird er ein bisschen in die Enge getrieben, aber der Amerikaner kann hier nicht nachsetzen. Ja, wegen dem Draht. Genau. Nice. Draht sei Dank. Und da liegt er auch. Und der. Flamey Pio. Sehr gut gemacht. Kam auch zur rechten Zeit. Nee, da ist Big Moon schon wieder raus. Wett 1 für die Infanterie. Sehen wir hier. Konzentriert zurück, das finde ich sehr schön. Jetzt muss er aber aufpassen. Ja, aufs Haus. Das muss raus. Der Flamer. Ah. Der Flamer ist gepinnt. Steht auf. Und geht weg. MG ist aus dem Haus. Sehr gut. Jetzt hat er nur noch einen Schützendruck, da kann er nichts reißen, wirklich. Das sammelt er alles wieder ein, der Kollege jetzt, weil das ist ein Zombie-Bunker garantiert. Genau, das wird ein Zombie-Bunker. Und wieso wirft er den Held auf den Bunker? Oh, fuck. So, jetzt kann er sich natürlich auch an dem Bunker auffrischen mit Death Dog. Ja, das hat der Deutsche für sich entschieden, ne? Der Amerikaner sitzt noch hinten im Haus, aber ich nehme an, da wird auch gleich auf deutscher Seite. Nein, es kommt direkt T2 und da kommen die ersten. Gerade Schützen, klar. Ja. Panzergrenadiere. So, bleiben wir mal auf der Action. Die eigenen Flamey Pius gehen jetzt da ran, werden nicht behelligt und da steigt er aus dem Haus aus. Tja, hat der Deutsche wirklich was gut gemacht. Das Einzige, was er nicht gut gemacht hat, ist, dass er immer noch 2 Fuel-Punkte für den Amerikaner ticken. Und das heißt, wir können hier damit rechnen, dass demnächst ein M8 kommt. Ich glaube auch, dass der Bach kommt, ja. Die Mine, die er jetzt legt, ist sehr schön. Das hat er jetzt in der Vergangenheit nicht gemacht in dem Spiel. Jetzt fängt er damit an. Ist sehr gut. Das MG baut sich ein bisschen spät auf. Aber es pinnt noch. Aber knapp. Knapp. Die Flamer machen gute Arbeit hier. Flamer auf beiden Seiten. Oh, nicht die Mine fertig legen. Das sieht er doch, der Gegner. Da ist der Pio weg, nein. Und kämpfen, nee, das geht nicht. Und die Nade.
au, au, au. Das ist genau der Punkt. So nah an der Base. Und dann Nades. Und dann ist das MG weg. Oh, 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 oh. Das war die. Oh. Nein, 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 komm. Oh, jetzt. Oh. Nee, das fällt. Ja, oh. Und noch eine Nade. Die hat sich aber wirklich gelohnt. Ja, jetzt und jetzt ist er. Jetzt muss er sofort die Sunnies töten. Der macht das schon. Ja. Und jetzt bricht er durch. Jetzt hat er da tatsächlich ihn überrannt. Und Boon fällt jetzt bekommen. Auf die Nase mit nicht nachgebaut. Wenigstens macht er das hier richtig, einen Pio mit Minensuchgerät ausstatten und dann gucken. Aber ihm fehlt jetzt natürlich der Sprit. Und wenn er jetzt... Ich mache das immer gerne. Ich mach oh, dann, das MG. Oh, ja, es kommt weg. Oh, aber was hat er Glück. Hat er wirklich Glück. Er hat jetzt nur noch einen Grenadiertrupp, einen Volksgrenadiertrupp und einen MG und einen Pio mit Minensucher. Und jetzt haben wir einen Grenadiertrupp bekommen. In T1 baut er noch was, aber das... Muss jetzt der Amerikaner für sich nutzen. Ja. Kommt noch ein MG. Da kommt noch ein MG raus. Also zwei Panzergrenadiere, ein Volks, der jetzt noch mal aufgefrischt wird. Wahrscheinlich hier mit vier Mann in Kampf zieht. So, MG wird aufgebaut und jetzt... Oh, der Bunker ist aber schon mächtig voll. Meine Güte. Ja, da könnte gleich eine Reihe raushoppen. Ja, also da, das hätte sich ja wirklich gelohnt, den niederzumachen. Da muss er eine Nade werfen als Grenadier-Trupp, dass er nicht fertig wird. Ah, ja, okay, jetzt zu spät. Jetzt zieht er sich zurück. Ja, ja. Decap hat er noch geschafft. Jetzt muss Boon sich das wiederholen. Ich glaube, der MH kommt gleich. Mhm. So, da der Was Pio. Was machen die mit den Flamers da? Die laufen ja, warum gehen die weg? Warum gehen die weg? Haben die da ein Waffenstillstandsabkommen machen? Ja, weiß ich nicht. Nö, Krieg ist doof. Gehen wir morgen wieder hin. Ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, ne? Ja, so sieht das dann aus. Ja, der ist eigentlich schon viel zu dicht am Haus und da fliegt die Nade. Ja. Da fliegt die Nade. Und da kommt Boon nicht mehr raus. Und da ist es ganz weg. Uiuiuiuiui. Und den ersten Zombie-Trupp. Erst Zombie-Trupp, sehr schön. Dann hat sich schon mal der Bunker gelohnt. Ja, da wird auch noch ein zweiter Trupp rausschlüpfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Spiel geht noch ein bisschen. Ja. Allerdings. Oh, guck mal, der Flamey-Pio geht einfach durch. Kaum AT. Ja. Gar keiner AT eigentlich. Ja, er könnte eine Faust mal schießen und schnell einen Schreck nach ausbilden, aber ja, das ist halt dann minimal. Da musste eigentlich jetzt mal eine Pack kommen. Er baut jetzt noch was T1. Ich nehme an, es ist ein. Naja, ein Sniper vielleicht sogar. Boon und ein Sniper. Hm. Gibt sicherlich nee, besseres. Bot noch MG, hätte ich auch gesagt. Ja, aber. Ah, jetzt, da. US-Land-Sniper jetzt. Ja, das, jetzt. Damit war zu rechnen. Damit kann er auch gut umgehen. Jetzt muss er einen Counter-Sniper bringen. Weil ja, jetzt wollen wir. Jetzt wollen wir mal gucken. Vorhin wollte Herr König immer noch an den Endsieg glauben. Mal sehen, ob der Boogeyman jetzt nach Berlin will. Ist das eigentlich ein Best of Three? Nein, nicht Best of Three, aber erstmal Rematch. Okay. Wenn das Boon hier für sich entscheiden kann, ist es ja Mumpitz. Oh, jetzt, wenn er jetzt einen Sniper gehabt hätte. Oh, nein, nein, nein! No, Gottes Willen, alter Schwede. Ja, so kann man auch mal. Das war ein bisschen. Halleluja, ja, so kann man seine Truppen auch mal vom Feld nehmen, ne? Meine Güte, war das knapp. Ja, der Big Boon läuft da jetzt immer mit diesem Dreier drum rum, das ist nämlich ziemlich mächtig. Hm. Ja, und da ist halt selbst der Bartrupp nicht die Chance. Oh, wow, 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 der muss zurück. Ja. Ja, von den Ressourcen ist okay für den Deutschen, könnte ein bisschen besser sein, aber die Marken. Ja, die Marken, die ticken. Aber jetzt geht er mal konsequent hinterher. Ja, da müsst ihr jetzt auch. Ja, ich trate da eigentlich meistens erst die Zugänge durch an der Segelsmarke. Ja, genau, dass er da nicht durchkommt, genau. Das ist eigentlich richtig fies. Ah, da kommen sie schon, da kommen sie schon. Und da ist auch der Boogeyman wieder dabei. Sogar, wir sehen auch, der Amerikaner muss Heal haben. Der Boogeyman, dem geht's wieder gut. Ja, da ist jetzt auch die Pack da. Aber das MG an dem Heuballen bei dem Bunker, das ist momentan absolut fail aufgestellt, weil frontal ja. Vor ihm hat er die Truppen. Da sieht er, wenn der Gegner kommt, er müsste nach links absichern. Aber ja. Naja, gut. Kleine den Fuel auf seiner Seite braucht er nochmal. Also unten, also auf der linken. Sollte er wiederholen, denn die Siegmarke wird jetzt schnell sich gekrallt. Er hat relativ viel Manpower auf dem Feld, hat jetzt auch AT in Form von Panzergrenadieren mit Schrecks. Eine Pack, ja. Und eine Pack. Und da kommt die Flanke. Legt wieder Minen. Oh, der Sniper. Wieso ist der nicht getarnt? Jetzt.
Ja, dann hat er noch genug Zeit, das MG zu drehen. Aber da könnte noch eine Granate fliegen. Ja. Ja, da wirft er sie. Und es gibt. Na, es gibt kein MG. Nö, das frischt er auf, aber das tut trotzdem weh. Ohne Mine, links. Ja. Und der Pio, oh, der ist aber auch knapp raus. Also, das unterscheidet das Spiel jetzt vom vorhergehenden. Im Moment kriegt PK keinen Fuck. Was? Oh, oh. Ja, das war der Flamer. Oh, er ist noch im... MG, ja. Okay. Also doch noch ein Fuck. Also ich wollte es gerade sagen, er kriegt keine Fucks wie im letzten Spiel, sondern hier kommt er im Prinzip noch weg. Aber der Sniper macht hier ganze Arbeit. Die Mine auch. Ja, ich frage schon, wie er darauf reagieren will. Jetzt hat zwar auch einen Sniper. Hat er einen Sniper schon auf dem Feld? Und? Ja. Und jawoll! Das ist. Und schon hat der Sniper sich amortisiert. Hat den gegnerischen Sniper getötet. Wenn er jetzt noch zwei, drei Mann mehr mitnimmt, hat er sein Geld voll und ganz wert. Das tut dann natürlich richtig weh. So, jetzt cappt er auch hier oben sehr schön mit Panzergrenadieren. Sind die eigentlich aus dem Zombie-Bunker oder hat er im Moment nicht so viel verloren? Also er hat einen aus dem Zombie-Bunker bekommen. Er hat wieder dann, wahrscheinlich weil er ein bisschen Manpower angespart hat, weil das passiert halt manchmal, ne? Sagt er ja auch, dass er dann jetzt nochmal ordentlich Truppen aufs Feld führen konnte. Ja. Geh mal an, jetzt macht er noch einen Tag in dem Hauptgebäude. Ich weiß nicht, will er jetzt auf T4 gehen oder T3? Ja. Ich hätte jetzt eigentlich lieber die Infanterie weiter getaggt. Kommt jetzt drauf an. Also er macht es auf alle Fälle gut. Er nutzt die Zeit aus, um mal ein bisschen was gut zu machen. Da kommt auch schon wieder eine Flanke. So viel Zeit lässt ihm PK hier überhaupt nicht, sich zu positionieren. Und auch der Volksgerät gleich in Gefahr, unter Feuer zu kommen. Das könnte gleich wieder Randstatus geben. Ja, 7 Kills. Muss nur noch einer fallen, ne? Noch nicht schon. Oh, schlechte Nate. Schade, aber hier, genau, mit 8 Veteranenstatus. Ja. Ah, und da ist er wieder ein bisschen weggedrückt. Und auch hier unten kann er sich nicht halten. Wir haben das mit den Grenadieren. In der Mitte wird weiter gekappt. Okay, da hat er zumindest die Straße. Und PK geht hier ganz konsequent auf die Siegmarken. Warum er jetzt den Pio dahin stellt, weiß Boone aber auch nicht. So, er taggt weiter. Aha, anscheinend will er wirklich sowas bringen wie mal. Oder Stucker? Nee. Nee, glaube ich nicht. Stucker zu Fuß? Klingt auch komisch. Also T3 baut er anscheinend nicht. Er will gleich T4 gehen. Vielleicht auch sowas Exotisches wie mal ein Ostwind oder so. Ja. Na, denn Socken haben wir noch keine gesehen, ist ja klar, es sind noch keine Dings da, aber wenn man den Ostwind schön auf Distanz hält und mit Infanterie unterstützt, ist das eine wirkliche Waffe. Herr König hat schon 2 Kills, er hat sich schon gerechnet. Einer davon ist nämlich der Sniper gewesen. Was so gerade die Schlüsselfrage meiner Meinung nach ist für den Amerikaner, ist, spielt er jetzt T3 oder T4? Und ja, und wenn er jetzt Boone, komm, setz hinterher. Oh, und noch eine Nate mitgenommen und da leben immer noch beide. Na, ich glaub's doch. Ist doch nicht wahr. Okay, da sehen wir wieder, fürs Vaterland ist an. Nate fliegt ins Haus. Und ja, diesmal nur angeschlagen, aber da sind sie weg. Ein Flamey am Haus, ein Rifle vor der Tür, da kann man doch nichts mehr machen. Und da war wieder ein MG weg. Das tut natürlich richtig weh. Das sind so Nadelstiche. Und der Sniper war auch weit, weit entfernt. So, und jetzt sitzt der Amerikaner im Haus. Ja, da fliegt die Nate. Was ich jetzt immer schon wieder gesehen habe, ist, so richtig Profispieler werfen die Nate vor die Tür. Ja, ja gut, bei dem Haus gibt es halt 2 Türen, das ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt, ja. Die Pack steht ein bisschen komisch. Und der kriegt diesen Munipunkt nicht. Auf der linken Seite. Er baut T4, ja. Ich tippe auch mal auf den Ostwind. Ja. Aber ich glaube, der Wrestler spielt, also PK spielt, glaube ich, T4. Ja. Ob
Obwohl in der Spät. Na, Komm, zieh dich zurück, ich wollte gerade sagen. Laufen, bevor hier noch was zu spät ist. Ja, was nützt ihm der Ostwind, ne? Also der Amerikaner hat lange Sprit bekommen. Ja, das ist Pech. Das aber die Sunnies ist... laufen auch wieder fleißig vom Deutschen. Da gibt es wieder bald einen Zombie-Drupp. Ja. Es war schon angekündigt, dass das Spiel ein bisschen anders aussieht. Ja, 4 Kills schon für den Sniper. Ja, das war ein verschwendeter Schuss auf einen retreatenden Trupp. Müsste ich eher den anderen schnappen. Und da wird auf die Sunnies geschossen. Also sowas. Nee. Da hat Boone noch wieder schöne Miene gelegt. Auf ja, Retreat ich höre einen Sherman. Ich höre einen Sherman. Du hörst einen Sherman und da ist ja, er auch im schon. Im Zentrum ein Croc. Und ja, sehr schön. Ja, ein Croc. Barbecue Time. Die Pack steht natürlich jetzt erst gut. Das ist aber zu spät. Ja, denn der Croc ist ran. Hat leichtes Spiel mit dem. Hat aber schon zwei Schüsse abbekommen. Der Crocodile. Und der will jetzt natürlich in die Basis fahren. Der Sniper! Oh, und er hat nochmal einen Schuss abbekommen. Der Crocodile, das tut natürlich richtig weh, wenn der weg ist. Die Pack steht gut. Hat nochmal getroffen. Warum hat er nicht die Pack erst gecrewt? Will er verlieren. Oh nein, Allied War Machine. Jetzt schießt er wahrscheinlich nicht mehr drauf, bis das Allied War Machine weg ist. Wegfahren. Weiterfahren. Ja, schade, der kommt wieder. Aber das war eben Minusgeschäft für den Army, oder? 200 Muni für einen Croc. Ich meine mal, ja, es bleibt die Power auf dem Feld, aber was kommt jetzt aus dem T4, ist die Frage. Jetzt gibt's nochmal einen Zombie-Drop. Panzer 4. Pack besetzen in Panzer 4, ja. Ja, dann nützt ihm auch der Croc nix, ne? Richtig. Oh, das tut ja weh. Ja, diese Mine ist aber obligatorisch in dieser Spielphase. Ja, und da kommt der zweite Croc und der kriegt es gleich wahrscheinlich mit dem Panzer hier zu tun. Ja, jetzt hat er auch schon 2 Schrecktrupps. Das jetzt, ich glaube. Die Pack ist aber decrewed. Die Pack ist decrewed. Ja, die holt er sich aber gleich. Aber ja, ich weiß nicht, wenn er jetzt nicht doch nochmal auf T3 geht, der Ami, dann hat er, glaube ich, ein Problem. For the Fatherland ist drin. Nochmal Motorschaden. Ja, der ist weg. Der ist weg, aber sowas von außer Kontrolle. Wie vermutet. Hat er Socken? Ja, das werden wir gleich sehen. Dann müsste sie jetzt werfen. Das ist natürlich jetzt richtig ein Verlustgeschäft. Jetzt wird er nämlich vom Feld gedrängt. Da kommt er nochmal mit einer Flanke gut rein. Boone blockt das schön. Manchmal kann man noch so retreatende Truppen überfahren oder halt so lange blocken, bis sie ganz tot sind. Aber auch hier wieder keinen Fuck hinbekommen. Schade. Jetzt natürlich die Frage, wie reagiert er? Jetzt pusht er selber. Den Sack zumachen. Ja. Zumindest aufs T1, dass da nichts mehr rauskommen kann. So, ich hoffe, er vergisst jetzt nicht nachzuarbeiten. Da kommt das Wett. Ich nehme an, erstes Panzerwett für 25 mehr Leben. Und da ist das T1 schon ziemlich angeschossen. Und gleich ist es weg. Da kann man reparieren, wie man will. Gegen einen Panzer und ein paar Schrecks kommt man nicht an. Oh. Und das T2 auch noch vor den Bunker gebaut. Das macht zwar wunderbar, aber da könnte er sogar weiter drücken jetzt. Wenn er das irgendwie überlebt. So, T1 ist weg. Ja, das ist gegessen, der Käse. Der hat jetzt 2 Sniper da. Die Kali ist noch zu weit weg. Ja. Da wird er jetzt sowas von verbluten. Ja. Da ist auch... Oh, da ist der... den hat er doch jetzt gerufen. Das ist so eine externe hier. Der M10, nee. Der M10, das... Gebaut. Den hat er gebaut? Worin denn? Steht da? Also gut, wir sehen es nicht, ne? Ja, der Croc. Ja. Stimmt, der hat ja einen Croc gehabt. Ja. Der M10 sorgt jetzt aber auch nicht für mehr als ein bisschen Ruhe, ne? Ja. Boone capt sich jetzt die Karte zurück. Wird gleich die Siegmarken wahrscheinlich ausgleichen. Das war richtig miese für den Amerikaner. Ja, ich glaube, da wird er sich nicht mehr befreien können draus. Ja. Da kommt jetzt bestimmt auch vielleicht aber demnächst ein Panther.
Die Pack lässt Boone immer noch unbesetzt. Was fordert er für einen Bunker jetzt? Es wird ein. Na, ich würde mal sagen, MG-Bunker. Ne, ein Repair-Bunker. Ein Rap-Bunker, okay. Direkt vor der Basis. Also, da ist er ja schon kackendreist, ne? Ja. Da oh, fährt der M10. Ja, M10 hat eigentlich keine Chance, ne? Ja, müssen mindestens zwei oder drei. Oh, ja. Wenn er jetzt auch einen Schrecktreffer bekommt, dann kann er gleich wieder reparieren fahren. Da fährt er auch weg. Das ist unglaublich. Mit der, muchtigen Kanone. Ja. Lucky Shot. Was haben wir hier? T4. Oh, T4, jetzt will er, jetzt will er hier in Insec. Insec. Da auf der linken Seite kommen zwei Truppen. Jetzt drückt dann hier die Basis zurück. Da kommt er mit den Schrecktruppen nach. Versucht sich, ja, man versucht sich da aus dem MG zurückzuhalten, aber es hat nicht ganz geklappt. Jetzt will er ihm natürlich T2 abreißen hier. Der Panzer kümmert sich um den Panzer. Ja, den kriegt er. Oh, ja. Das hat er jetzt vom Micro. Oder, ja, mit diesen Holden. Ja. Oh, schade, schade, schade. Das ist T2, T2 gleich weg. T2 wird auch abgerissen. Und die Sniper wieder, jawoll. Oh, Def Ari, aber er hat es überlebt. Der kommt weg. Ja, schön gemacht, Boon. Schön gemacht. So, jetzt kriecht er natürlich hier außen rum. Also das Nachschublager muss man ja nun nicht dahin stellen. Das ist vielleicht sogar ein richtiger Makrofehler. Motorschaden interessiert jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Wenn Boon jetzt auch noch nachbaut, dann hat er hier richtig, richtig gut gemacht. Und das Nachschublager auch abgerissen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Gucken hier, da wird gecappt. Da wird zurückgeholt, was geht, aber mit den Snipern ist er hier einfach haushoch überlegen. Na, fällt's jetzt? Und jetzt kann er natürlich einfach von der Seite her sich noch versuchen, das zu krallen, aber ja, was will der Amerikaner machen? Auf Siegmarken gehen, das ist das Erste. Da muss man jetzt realist sein, meiner Meinung nach. Aber ja, so schnell gibt er halt nicht auf. Der PK. So, wie viel haben jetzt die Sniper? Einmal 17 und einmal 7. Ja. Respektabel. Aber jetzt müssten sie, glaube ich, auch zurück. Meine Güte. Nee. 19 Kills der eine Sniper. Oh, der Sniper, der fällt jetzt, wenn der Pech hat. Ja, ich glaube schon. Er sieht's nicht, er sieht's nicht. Oder doch, nach, da geht er hinterher. Aber, ja, und nee, der weg ist er. Weg, komm, der ist weg, der ist weg, oder? Ja, ja, ja. Ah, sag ich doch. Wett 2 für die Infanterie. Und Boon steht da in der Basis. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Er hat diesmal einen Ostwind nach. Warum einen Ostwind? Echt? Na gut. Ja, er hat einen Ostwind nachgebaut. Oh, das ist jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob er ihm eine Chance geben will oder ob das Absicht war. Ja, kommt man jetzt gerade mal ein, ja. Macht das Spiel hier unabsichtlich spannend. Hat er zwar was Mächtiges gegen die Infanterie, aber nicht gegen diesen M10. Oh, die Nate von den Kanadiern. Oh, 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 oh. Ja, am Bunker, wo er refreshen kann, ne? Oh, da kommt er von zwei Seiten und die Nate und immer noch nicht gefuckt. Ich fass es nicht. Und da kommt der Ostwind aufs Feld. Nein, 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 nicht so dicht ranfahren. Oh, warte, warte. Na, Socken wird er nicht haben können. Er hatte vorhin keine und wenn er kein T1 hat, kann er keine ausbilden. Aber ein Wett 2 Infanterietrupp, der zersägt einem doch alles. Ja, jetzt captured Boon hier die Karte. Da drüben. Siegmarke sollte er sich mal holen. In der Mitte. Da schickt er jetzt den Pio hin. Der jetzt auch schon wieder zu zweit ist. Kinderbasis. Zombie drauf bekommen. Das ist unglaublich. Ja, das ist, da ist der Sack, glaube ich, zu. Ich meine, ich glaube, er geht auf den Elite War Machine, also geht er auf Kalibaum. Ja. Er müsste jetzt auch gleich kommen, aber er hätte jetzt auch kaum Popcap mehr natürlich. Ne? Ja. Er hat ja kaum Gebiete. Mhm. So, damit ist der Fuel oben weg. Gleich ticken wieder die Siegmarken für Big Boon. Jetzt fährt er hier kackendreist rein mit dem Ostwind.
Na, fahr doch mit dem Ostwind durch, mach doch das im Genest weg. Das nützt einem noch nix. Boon, was machst du? Oh, den verliert er. Oder? Ein Kill hat er bis jetzt gemacht, ja. Und ein Haus. Ja, und jetzt bin ich noch gefahren. Oh. Mehr, also das war da, das wäre ja auch mehr Glück als Verstand gewesen. Ist schon alles passiert, ich hab schon alles gesehen. So, jetzt muss auch Herr König flüchten. Herr König mit 21 Kills. Ah, da ist er ruhig, weil er vertraut darauf, dass er einfach nur capt, der Gegner. Ja. Ja, und da bleibt er stehen und schießt weiter. Unglaublich. Das ist aber jetzt 22 Kills. Da jagt er ihm noch einen Heal rein. Ja, das ist auch nötig. Auf dem Rückzug. Ja, aber fucken lässt er sich hier nicht, ne? Die Pius cappen schön weiter im Hintergrund. So, P4 ist jetzt nochmal gebaut worden und es folgt noch direkt dahinter ein... P4. P4. Ja, vernünftig. Und er war schon wieder was in T4. Alter, hat er Ressourcen. Unglaublich. Ja. Aber eigentlich mal so ein Bett-Upgrade für die Panzer wäre jetzt auch nicht verkehrt. Ja, ja. Vor allen Dingen Wett 1, ne? 25 mehr Health, das ist schon was wert. Absolut. Und er sammelt weiter fleißig ein. Das ist dann, glaube ich, schon fast der dritte oder vierte Trupp vielleicht. Ja, vierte. Das ist natürlich... Als Deutscher würde ich auch mal überlegen, eine Mine zu legen. 22 Kills hat er auf Marschgebiet. Ja. Ne, hast du ja auch schon gesehen, dass da Minen gelegt werden. Und dann der Pershing, beziehungsweise Kali erstmal einen Motorschaden hat. Weil der Kali. Jetzt müssen wir überlegen, wir haben Allied War Machine gesehen. Das ist der Kellybaum. Ja, die müssen jeden Kaliope. Moment kommen. Das heißt, bis zum Pershing wäre es noch viel, viel weiter. Ja. Und wie gesagt, er kriegt jetzt nur noch einen Rückpunkt, einen Munitionspunkt der Ami. Der eine Munitionspunkt ist jetzt auch gleich weg, dann wie gesagt hat er noch einen. Und dann ist, wenn er jetzt nochmal draufhaut, was er glaube ich gleich macht. 23 jetzt Kills. Na, noch mal gucken. Jetzt hat er noch ein P4 fertig und jetzt kommt bestimmt noch das Tank. Nee, 22 hat er genehm geschossen. Jetzt kommt noch das Wett-Level für die Tanks sicherlich. Ja, da ist es das erste Level und wahrscheinlich baut er das zweite gleich nach, dann ja, noch nicht. Aber absolute Map Control. Ja, das ist. Ich nehme auch, der Amerikaner würde links rauskommen. Oh, da ist, da ist die Kelly. Aber jetzt kommen direkt die Schrecks natürlich. Oh, oh, oh. Vernichten wir das zwar nicht können, aber. Oh, der Cap da, muss er cappen. Oh, das ist nicht. Oh, was macht die? Die ist tot, die ist tot, schade. Vielleicht hat er nochmal Added War Machine, obwohl es nicht viel bringen würde, weil die Band gerade genau dort stehen, wo die Kali wieder reinfährt. Ja, die verliert er jetzt ohne einen Schuss. Ja, das ist GG. Das ist ein GG. Beim 10 geht jetzt auch down, genau, er blockt ihn ein bisschen. Ja, und die Infanterie ist natürlich, ja. Oh, da geht er konsequent raus. Oh. Da kommt jetzt nochmal ein Feuersturm, den schauen wir uns nochmal an. Ja, Raketenartillerie. Ja, Raketenartillerie meine ich. Genau. Ui. Und die und hat er noch gemacht? Das ist so ein Hund. Na gut. Ja, gucken wir auf die Statistik. Was haben wir denn da? Oh, 38 zu 21. Ja. Aber ich würde behaupten wollen, das ist bis zum Midgame, bis das mit dem Croc passiert ist. Das ist ja dann definitiv gekippt, ja. Bin ich auch der Meinung. Ich hätte einen Sherman gebaut. Und ich hätte, wenn dann ganz konsequent, die Pack decrewed. Und das hat ja den ersten Croc gekostet. Ja, absolut. Ja. Und der zweite Croc ist halt Opfer geworden, dass da kein AT da war. Genau. Das ist natürlich dann immer ziemlich gewagt, wenn man keine Sorgen hat. Und im Endgame gegen den Deutschen zu gewinnen, ist halt schwer, ne, mit den Wettleveln. Ja, ja, auch wenn er Dev spielt. Wie gesagt, der hat ja da 3 oder 4 Krenntrupps bekommen, hat dann 4 Stück mit Schrecks gehabt natürlich.
Die Panzer, die Sniper haben auch sehr viel Blut gekostet für den Ami und ja, das hat er konsequent dann durchgezogen. Ja, mir hat es trotzdem gefallen, also war ein schönes Spiel mit Auf und Abs für Boone und auch seinen Gegenspieler. Ja, und damit ist die Frage eigentlich erledigt, ob es ein Best of Three ist. Boone hat zweimal gewonnen, ich glaube, das ist eindeutig. Ja, der Sack ist zu, würde ich auch sagen. Okay. Wie schon im letzten Video, wenn ihr mit uns spielen wollt oder gegen uns, kommt auf unser TS. Die Adresse findet ihr in der Beschreibung vom Kanal. Falls ihr irgendwelche Partien sehen wollt, wer gegen wen, schreibt es in die Beschreibung. Na, schreibt rein, was ihr anders gemacht hättet. Wir freuen uns über jedes Feedback und wir sehen uns. User joined your channel. Hallöchen. Ja, hast du gut gemacht. Jetzt bist du doch noch im Video. Ach so, läuft noch? Ja, läuft so noch. Also, ui, Respekt. Der Kollege bleibt ja ewig drin. Respekt, Alter. Was hast du noch gerissen? Na gut, dein Gegner hat auch einen Makrofehler gemacht, ne, mit dem Crocodile. Aber ja, na gut, okay. Sag noch so irgendwas gut zur Partie. Wird alles gegen dich verwendet. Ja. Ja, ich überlege gerade, naja, ich sag mal so, ich habe mir am Ende ein paar schöne Fehler geleistet noch. Aber ja, dass er verloren hat, lag wahrscheinlich daran, dass ich dort oben so schnell das Haus geholt habe. Bekam und hat mich über dessen Präsenz nochmal aufmerksam gemacht. Und da wollte ich das direkt mal ausprobieren. Und das lief eigentlich relativ gut. MG in die Hütte neistellen und du hast den ganzen Bereich ohne weiteres unter Kontrolle. Nervig waren halt bloß immer die Angriffe von jeder Seite und die Granaten, die da so ins Haus flogen. Mhm. Und mal direkt 3 Mann gekillt haben. Ja, den haben wir gesehen, den Fug. Waren ein paar Glückliche dabei. Aber ja, nö. War eigentlich ganz spannend gegen Mitte. Am Ende ließ es dann langsam nach, wo es dann eindeutig war. Aber ja, also einer von denen, die bleiben lieber drin. Ist auch okay. Bisschen nervig für den Gegner. Okay, dann sag noch Tschüss. Tschüss. Tschüss von mir. Captain Willig, ne? Ja, ciao, ciao, alle hier. Ja, sorry. Wir sehen uns. Was ist das für Disziplin, Mensch?